Im Namen der Zentralvereinigung herzlich willkommen zu unserem letzten Vortrag, also zumindest für heuer. Es geht im Herbst dann schon wieder weiter. Roland Gneiger, kurz könnte man sagen, in Vorarlberg geboren, einer der Vorarlberger, wobei das ist wahrscheinlich etwas riskant, ich muss aufpassen, es sind große Kenner der Vorarlberger Szene von Beginn an da. Die Vorarlberger Szene werden den meisten bekannt sein, die sehr frühen Sachen von Vega oder von Burin sind aus den frühen 60er Jahren oder bis dann Anfang 70er Jahr. Roland Gneiger ist praktisch in diese Zeit architektonisch hineingebaut. Man würde jetzt eher meinen, es ist die sogenannte zweite Generation. Für mich selbst war er aber eigentlich nicht wirklich einer dieser Vorarlberger. Er war immer etwas spezieller, nicht so leicht fassbar. Und hat eigentlich eine eigene Position innerhalb dieser Szene immer wieder formuliert. Er ist zwar in Vorarlberg aufgewachsen, aber das ist dann noch Krems in die HTL. Gleicher Jahrgang wie Dietmar Steiner. Und dann von Krems, also vom Dörflichen in die ins Kleinstädtische, oder wobei Krems ja, kann man als Kleinstadt definieren, an die Akademie. Damals war Plischke noch Professur. Ist allerdings, ich glaube, 1970 oder so ist Plischke dann emeritiert und dann ist Gustav Beichel gefolgt, was jetzt für Roland Gneiger nicht so der Fall war. Er hat meines Wissens dann gewechselt zu Roland Rainer und hat dann eigentlich die Akademie dann absolviert und fertig gemacht. Ich weiß es, man könnte jetzt, Jahrgang 51 ist quasi so wirklich die leibhaftige 68er Generation. Ob es damit zu tun hat, ob es die Herkunft ist, ob es diese zeitbezogene Gesellschaftsfrage ist oder ob es das Studium Plischke und Rainer ist. Für ihn war in die Architekturposition, denke ich, immer sehr stark in der Gesellschaft verankert. Er ist dann nach dem Studium wieder nach Vorarlberg zurück. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass auch Leitner damals diese Reihe begonnen hatte, dieses monströse Werk fast dieser österreichischen Architektur des 20. Jahrhunderts. Und Vorarlberg war meines Wissens da der Beginn. Das war damals, hat das sehr viel damit zu tun, dass die Vorarlberger Szene entsprechend Publizität erlangt hat. Hat neben kleinen Bauten dann eher auch im Sinn dieser Öffentlichkeit, also diese Involvierung oder dass die Architektur als öffentliche Disziplin wahrgenommen wird, ORF-Sendungen gemacht über 8 Jahre, meines Wissens ist es wirklich lang, 8 Jahre, plus minus Vorarlberg, praktisch ländliche Baukultur. Ich habe ein Buch, es gibt ein sehr schönes, ein Bauwerk, das gibt es immer noch, das Buch Schule in Waadt, fantastisches Bauwerk. Kleine Gemeinde, sind gerade, glaube ich, 150 Einwohner auf 1500 Meter, ist, glaube ich, überhaupt eines der höchstgelegenen Dörfer in Vorarlberg. Und es ist vielleicht eines der elegantesten Beispiele für das neue Bauen in den Alpen oder einer dieser Beispiele von Regionalismus, den man jetzt als Begleitphänomen oder als Teil des postmodernen Auseinandersetzung sehen kann. Ich war Professur 1996 Kunst-Uni Linz, Mitbegründung von Überholz als Lehrgang, eigentlich dann Initiierung des Studios Space Habitat, das glaube ich jetzt ab heuer oder ab Herbst Masterstudium ist. Also die Kunstuniversität hat jetzt nicht nur durch ihn, aber mit ihm doch einen gewissen Quantensprung in der Qualität erlebt. Auffällig, ich habe jetzt die Gelegenheit gehabt, Texte zu lesen von ihm. Ich hoffe, dass die vielleicht irgendwann auch publiziert werden. Und eine Stelle möchte ich da hervorheben, die seine innige Beziehung zum ländlichen Raum, zur landschaftlichen, sozusagen zur Landschaft selbst, zur Gesellschaft im ländlichen Raum und zum ländlichen Bauen ganz schön zeigt. Die Beziehung zwischen der Architektur und dem Land ist die Geschichte einer verletzten und zurückgewiesenen Liebe. Das Land verweigert sich der Architektur, die Architektur verweigert sich dem Land. Und um weiter im Jargon der Psychologie zu bleiben, das Land verweigert Geistigkeit und die Architektur die Bodenhaftung. Roland, bitte. Ja, danke Werner Neuwirth für die Einführung. Naja, das ist eigentlich im Zentrum meines Anliegens.
Zuerst möchte ich anmerken, dass ich das wirklich beachtlich finde, dass eine Institution wie die Zentralvereinigung der Architekten über Jahrzehnte, ich weiß nicht wie lang, diese Vortragsreihe hält. Ich war mehrmals da und ich wüsste nicht, wie oft das war. Und beim letzten Mal war ich mir ganz sicher, dass das das letzte Mal sein wird, weil ich schon gewusst habe, dass irgendwie mein Weg ein nicht ganz konventioneller ist und immer wieder von Brüchen begleitet. Und in dem Sinn kann ich Ihnen auch keinen Werkvortrag halten, weil mein Werk ist nicht vergleichbar mit dem eines Architekten, weil ich habe so viele andere Dinge auch gemacht. Ich werde Ihnen heute zwei Filme von Plus Minus zeigen, weil in Wien werde ich oft gefragt, was war das eigentlich? Im vergangenen, also am Beginn dieses Jahres hat das VAI, das Vorarlberger Architekturinstitut, eine Retrospektive auf meine 152 Filme fürs Fernsehen gemacht. Und das hat es mir selber wieder sehr lebendig und gemacht und in Erinnerung gerufen. Und darum werde ich das einflechten. Also wenn ich einen Titel suchen sollte für meinen heutigen Vortrag, dann würde ich sagen, so irgendwas wie aus einem Architektenleben, das vielleicht kein typisches ist. Und ich werde über Erfolge und Brüche und Misserfolge auch sprechen. Und vielleicht auch über Dinge, die verdeutlichen, was mich bewegt hat und was mich bis heute bewegt. Und ich bin tatsächlich immer an der Schnittstelle. Ich war da sehr, sehr wankelmütig auch manchmal. Dietmar, du weißt, es hat eine gewisse Phase gegeben, das hat vielleicht wirklich mit den 68er zu tun, dass ich Soziologie eigentlich studieren wollte. Am Ende unserer gemeinsamen HTL-Zeit. Mich hat also dieses Momentum, dass Architektur eine Möglichkeit ist, politische Statements auch abzugeben oder politisch aktiv zu sein mit den Mitteln der Architektur. Ich sehe euch zwei ganz, ganz hinten. Da vorne gibt es noch Plätze, wollt ihr nicht vor. Das ist, muss ja ein miserabler Platz da hinten hinter der Säule sein. Gut, das erste Bild das verankert mich. Und zwar deswegen, weil ich halte ja jeden Mittwoch eine Vorlesung an der Universität und ich habe es mal zur Gewohnheit gemacht, immer mit dem letzten Bild, das ich zum Thema Architektur fotografiere, zu beginnen und nur sozusagen als kleinen Vorspann zu sagen, wieso ich das Bild gemacht habe. Das habe ich vor 3 Tagen gemacht, als ich im Gastgarten des Klosterhofs in Linz war, mich dort mit einem Freund zum Arbeitsgespräch getroffen habe. Und eigentlich dieser Klosterhof, dieser Wirtshausgarten ist über 100 Jahre alt und ich habe mir einfach gedacht, er hat eine Klasse, eine Souveränität und Selbstverständlichkeit und eine Gültigkeit, dass man einfach, wo so viele designte Architekturen und auch gastronomische Architekturen so weit zurückstehen. Und es ist eigentlich immer wieder interessant, dass wir uns dann, wenn wir uns wirklich dorthin bewegen, wo wir diese Klasse erkennen, dann ist es selten die nach 8 Jahren oder 10 Jahren schon wieder von der nächsten Welle überrollt wird. Also das ist ganz kurz zum Einspannen und es trifft sich ganz gut, Werner, dass du mit der Schule in Warp begonnen hast, weil ich da eine kleine Retrospektive mache und mit ihr beginne. Ja. Die Schule in Waadt war mein erfolgreichstes Projekt und ist das größte Scheitern. Wieso das größte Scheitern ist, das wissen da auch Otto Kapfinger weiß das nicht, was sich in den Jahren dazwischen getan hat. Ich möchte euch kurz diese Geschichte erzählen. Deswegen größter Erfolg, weil das hat eine Publizität erfahren, dass es eine Briefmarke über die Schule in Waadt gibt. 3. Zeile, 2. Bild von links. Das ist nur ein kleines Detail, aber es hat wirklich eine unglaubliche Publizität erfahren, die heute vielleicht viel selbstverständlicher ist, aber dort damals war sie sehr berauschend in mehrerer Hinsicht. Ich möchte Ihnen aber erzählen, was mein Ansatz war für diese Schule. Das war die erste Begegnung anlässlich des ersten Auftragsgesprächs und dieses Auftragsgespräch war richtig deprimierend in dem Sinn, als ich im November, also in der Zwischensaison dort war
Und neben der Schule links sehen Sie das Gemeindeamt, und das Zimmer des Bürgermeisters war ungefähr 8 Quadratmeter groß, und wir haben uns ungefähr 6, 7, 8 Leute getroffen. Also konnte man dort nicht sitzen. Normalerweise ist die Gemeindevertretung in einer der Volksschulklassen, in der Volksschulklasse gesessen. Das war ja die Volksschulklasse, weil es eine einklassige Volksschule war. Und nachdem die nicht geheizt war, sind wir ins Dorf gegangen und haben uns einen Platz, nach einem Platz umgesehen, und den Platz hat es nicht gegeben, weil alle Wirtshäuser zu waren. Und dann hat einer der Gemeindevertreter gesagt, naja, komm, geht's zu mir, wir haben schon ein extra Zimmer da. Da ist, glaube ich, temperiert, und dann sind wir dort hineingegangen. Und ich habe erlebt, wie unglaublich tot dieses Dorf ist, das 300 Einwohner hat und das einzige schrumpfende Dorf Vorarlbergs ist, trotz einer unglaublichen wirtschaftlichen Prosperität. Ja? Was ist der Hintergrund? Nämlich dieser Hintergrund hat auch damit zu tun, dass ich dann am Schluss dazu komme, wieso das mein größtes Scheitern ist. Die Schule habe ich aufgrund dieser Erfahrung, aufgrund dieses Erlebnisses und meiner Recherche, dass das soziale Leben zu der Zeit, als diese Gemeinde wirklich noch 150 Einwohner hatte, dass das viel vielschichtiger, lebendiger, mit mehreren Vereinen war, und von denen hat es bis auf den Kirchenchor nichts mehr gegeben. Ich glaube, allen Ernstes sagen zu können, die Schule ist so konzipiert, wie wir das jetzt heute, 25 Jahre später, eigentlich State of the Art, als verstehen. Wir haben diese Schule gemeinsam mit dem Schulleiter so konzipiert, als sei das ein Wohnzimmer, sei das Ganze ein Wohnhaus. Und zwar nicht nur für die Schüler, eben für die Dorfgemeinschaft ein Wohnhaus. Und es hat sich in den ersten Jahren mit dieser Schule wirklich eine unglaublich soziale, sie hat einen unglaublich gesellschaftlichen, sozialen Impuls erzeugt. Schule deswegen so, wie wir das heute verstehen, weil in dieser Schule war es ganz selbstverständlich, dass man sich frei bewegt hat. Der Schulleiter war ein Montessori-Pädagoge. Und hat die Pädagogik oder den Unterricht so gestaltet, wie das an den Schulen üblich ist, nämlich im freien, selbstorganisierten Unterrichten. Und da konnte sich jedes Kind dann bei jeder Gelegenheit seinen Platz und seine Tätigkeit suchen. Und das ist kein Pausenbild, sondern das ist ein Bild während des Unterrichts. Und so ist die Turnhalle zum Raum für Mathematik und Rechnen geworden, und das Stiegenhaus war Lern- und Lesefläche. Da mit Medizinbällen und kleineren Bällen hat man die Zehner und die Einser für die Rechenanfänger simuliert, und das war alles sehr, sehr eingängig, und das ist die Pausenhalle, die Eingangshalle, und das war sozusagen die Stube des Dorfes, die es bis dato nicht gegeben hat, und das war auch der Pausen- und Aufenthaltsraum, und das, was man in der Schule laut Programm als Musikzimmer bezeichnen würde, war dieser Raum, und der war natürlich viel mehr. Also es hat im Sinne dessen nie eine klare Zuordnung gegeben. Der Werkraum war gleichzeitig Physik- und Chemieraum, und das Besondere an der Schule war ja, dass mit diesem Neubau dieser Schule auch eine einklassige Hauptschule errichtet worden ist, ein einmaliges Phänomen. Und sozial natürlich unglaublich entscheidend, weil vor dieser Schule mussten die 10-Jährigen ab dem 10. Lebensjahr weg aus dem Dorf, weil Wart, jeder weiß, wenn der Winter beginnt, ist die Strecke Lech-Wart gesperrt, und die in die andere Richtung auch, und da kann man dann und konnte man damals 2, 3 Tage mitunter nicht aus dem Dorf hinaus. Das war also jedenfalls kein täglicher Schulweg möglich, und so sind die Kinder dann zumeist mit 10 Jahren irgendwo in ein Internat schon gekommen, zum Teil nach Feldkirch oder noch weiter weg. Und das war ein großes Problem, weil wer kriegt dann die 14-, 15-, 16-, 17-Jährigen
wieder zurück ins Dorf. Und dieser Verlust der Jungen war ein ganz großes Problem, der mit dem mit diesem Schulbau begegnet wurde. Also ihr seht da die Schulküche, aber die Schulküche war wesentlich mehr. In dieser Schulküche ist auch in den Pausen gekocht worden. Die Schulküche ist gegen Süden orientiert, sodass man auch über die Fensterfeste in den Freibereich hinaus gestalten konnte. Und wie gesagt, das Stiegenhaus war genauso Lernfläche. Was ist passiert? Und das ist interessant, weil es viel mit der Architekturpublizistik zu tun hat. Diese Schule ist wirklich extrem oft publiziert. Und fast keine Publikation ist ohne der Bemerkung ausgekommen, wie wohltuend endlich dieses alpine Bauen ist im Vergleich, jetzt sage ich es grob, dem Scheiß daneben. Ja? Und wissen Sie, der Scheiß daneben war das Haus des Bürgermeisters und das sieht man da unten zum Beispiel. Ja? Also es ist keine Publikation ausgekommen, ohne gleichzeitig auf den Bestand dieser alpinen Hotels und wenigen Wohnhäuser, weil fast alles dort in der Gastronomie arbeitet, hinzubecken. Und das hat einen ganz starken Vertrauensbruch geschaffen, in dem eigentlich die Identifikation mit einem erfolgreichen Bauwerk sich nicht in dem Maß eingestellt hat, wie das normalerweise der Fall ist oder der Fall sein konnte, sollte. Das andere hat sehr viel damit zu tun, dass es auf der Ebene der Lebensqualität oder Lebenskunst Defizite gibt, die man unbedingt beschreiben muss in dem Zusammenhang, weil sie erklären, wieso das eine schrumpfende Gemeinde ist. Ich habe diese Schule, man sitzt da in dem weiß diagonal strichlierten, das ist das Dach, das symbolisiert dieses Wallendach. Ich habe diese Schule weit über aus dem Hang hinaus gestellt, weil das die einzig ebene Fläche dieses gesamten Dorfes ist. Und war, muss man bis heute sagen, muss man heute leider sagen. Die einzig ebene Fläche. Und in der ganzen Geschichte des alpinen Bauens waren ebene Flächen von ganz großer und ausgesprochener Bedeutung. Und ich habe die Schule auch so gestellt, dass sie mit dem bestehenden alten Gemeindeamt und alten Schulgebäude, das eigentlich ein anständiges Bauwerk ist, und dem Gegenhang, den Sie da jetzt gleich in der Folge der Schule sehen, ein Ensemble und einen Raum bildet, der von ganz, ganz großer Bedeutung ist. Der war von ganz großer Bedeutung, weil das eigentlich der einzige Platz ist, auf dem Kinder und Jugendliche Ball spielen konnten, im ganzen Ort. Und was ist passiert? Sie haben in den letzten Jahren diesen Platz, nicht nur dieses alte Gemeindeamt abgebrochen, sondern diesen Platz verbaut, ja, und damit den Jugendlichen und den Kindern die einzige Möglichkeit genommen, sich dort bei dem miesen Angebot, das so eine Gemeinde sowieso hat, dann dort auch noch dieses Stückchen Freiheit, Selbstständigkeit und Freizeitgestaltung zu pflegen, ja. Und dann wundert sich jemand, wenn junge Leute nicht mehr in einen Ort zurückkommen. Und schon damals ist mir aufgefallen, das einzige Angebot war halt der Alkohol und das Motorradfahren. Und das hat auch einige Leben gekostet von den jungen Leuten. Und das ist ja nicht nur dort aufzufallen, sondern auffällig, sondern in anderen Bereichen auch, dass Siedlungsgestaltung, es gibt zumindest gesetzliche Vorschriften, dass man einen Kinderspielplatz machen muss, aber es gibt fast nirgendwo ein Bewusstsein dafür und erst recht keine Voraussetzungen, um den Jugendlichen was anzubieten, und das wird in so einem Fall halt dann katastrophal. Und die Schule ist geschlossen, weil es zu wenig Kinder gibt. In schrumpfenden Gesellschaften gibt es halt dann keine Kinder mehr. Und damit ist diese Schule jetzt zu. Ich zeige Ihnen dieses Bild abschließend noch, weil es gäbe, wissen Sie, was man hingebaut hat? Und auch das ist bezeichnet, man hat Dienstwohnungen für die, ich glaube, 1500,
300 Einwohner, 3000 Gästebetten, also im Verhältnis von 1:3, immer an der falschen Seite der Decke zu stehen, keine Kultur der Freizeit zu haben, keine Kultur insgesamt zu haben. Das ist halt eine fatale und giftige Mischung. Und wie man da sieht, die können ja im alpinen Gelände bauen, also wieso man ausgerechnet Wohnungen, die nur 5 Monate im Jahr benutzt werden von den Hotelangestellten, wieso man die dann dort hinstellen muss, das ist eine Frage, die sich mir bis heute nicht erschließt. Also das meine ich mit dem Scheitern, das damit verbunden ist, weil das ist natürlich, die Schule ist mir schon ans Herz gewachsen und das war deswegen auch keine so erbauliche Erfahrung. Ich zeige das Bild, das ist eine Innenausstattung in einem Haus, das habe ich vor 10 oder 12 Jahren in Kalifornien einmal besucht. Die Gestalter sind 2 Tischler, Green and Green. Das sind sie als junge Männer 1906 und wieso ich das Bild zeige, ist, also die haben so irgendwo, wir würden das verorten zwischen Heimatstil und Jugendstil, ganz hohes Niveau, ganz hohes handwerkliches Niveau, ganz eindrucksvoll und mich hat das damals sehr inspiriert und ich habe mir dieses Bild von den 2 alten Herren über viele Jahre in mein Büro gehängt und zwar vor folgendem Hintergrund. Der Friedrich Achleitner, und diese Geschichte hat sich mir sehr eingeprägt. Er hat uns einmal erzählt, dass er den Josef Frank in Schweden besucht hat und er war wahnsinnig enttäuscht, hat er gesagt, weil das war ein frustrierter alter Herr. Und dieses Phänomen der frustrierten Architekten, der Alten, das hat mich schon beschäftigt. Man weiß das ja von Mies van der Rohe, man weiß, wie der Alvar Aalto geendet hat. Und dann habe ich diese verschmitzten alten Herren gesehen und habe mir gedacht, also so willst du gern alt werden. Das ist mein Anker. Ja? Das hat mich dann stark begleitet. Also, es gibt nicht nur Geschichten von Misserfolgen, die zum Teil auch schön sind, sondern es gibt auch andere. Ja, das ist der Vorspann der Vorstellung des Vetterhofs in Lustenau und Sie wissen ja, die meisten von Ihnen wissen, dass ich den geplant habe und der zählt mit Sicherheit zu einer meiner wichtigsten Erfolgsgeschichten und der erklärt auch sehr stark, wenn in meiner Biografie, was ich immer Wert drauf lege, wenn da drin steht, Roland Neiger liebt komplexe Programmentwicklungen und Themenstellungen, weil das dazu gehört und das wirklich exemplarisch zeigt, was damit gemein sein könnte. Dieser Hof ist 1996 fertig geworden. Er hat zwischenzeitlich einmal einen ganz großen Einbruch erlebt und jetzt hat ihn der Junge, der Sohn der Familie Vetter übernommen und er erlebt eine sagenhaft großartige Blüte und das ist eine ganz große Freude für mich. Ich habe da zu diesem Hof im letzten Jahr eine große Gemüsehalle noch einmal dazu gebaut, weil dieses Modell so pumpt. Und was ist da das programmatisch Wichtige? In den Jahren war klar, Österreich wird der EU beitreten. Das heißt, das hat für die Landwirtschaft, für die Bauern insbesondere eine ganz große Konsequenz. Und wie geht man mit dieser Konsequenz um? Und ich habe in der Familie Vetter einen kongenialen Partner gefunden, mit dem es interessant war, Bauernhof neu zu denken. Was ist Landwirtschaft in der Zukunft? Da sehen Sie die neue Gemüsehalle, die vor einem halben Jahr fertiggestellt worden ist. Und im letzten Herbst fertiggestellt worden ist. Und was ist das Neue an diesem
Hof. Es ist eigentlich im alten Sinn eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft, die aber vollkommen auf ein neues Niveau gehoben ist. Väterhof produziert über 120 verschiedene Produkte, verkauft die am Hof und in Gemüsekisten, die wöchentlich ausgeliefert werden, und hat so die ganze Wertschöpfungskette an den Hof gebunden und nicht dazu jede Menge Zwischenhändler und hat einen ganz intensiven Kundenkontakt dadurch geschaffen. Und durch diese große Palette und durch dieses lebendige Miteinander an diesem Hof entsteht etwas, was man sich eigentlich in der Form hat nie träumen lassen. Es ist so ziemlich alles neu gedacht. Es gibt natürlich, wenn man 120 Produkte hat, gibt es eine unglaubliche Produktionsvielfalt, weit über dem, was den Bauern heute auszeichnet. Da wird Fleisch produziert, Gemüse produziert, Milch fast nicht mehr, weil da sowieso solche Überschüsse gibt, Obst produziert. Gemüse ist der Haupterwerb. Und vieles von dem wird auch veredelt. Ja, im Hofladen verkauft, aber vor allem auch über die Gemüsekiste ausgeführt. Und es war wahrscheinlich der erste Freilaufstall in Vorarlberg. Also eigentlich eine ganz andere Tierhaltung, die tatsächlich dazu führt, und das würde jetzt zu weit ausholen, dass man auf den Tierarzt absolut verzichten kann, weil die Kühe Jahr aus Jahr ein im Freien sind und keinen Stress beim Gebären mehr haben, weil sie sich im Gelände selber den richtigen Platz für die Geburt suchen. Und deshalb weiß man erst, oder der Bauer weiß es erst seit dem Moment, wenn die Kuh nicht in dieser engen Situation steht, um zu gebären, dann ist sie entspannter und dann geht es alles reibungslos. Also es ist sehr viel passiert, neben allen Kreisläufen, die da ökologisch zu Ende gedacht worden sind, solarer Heutrocknung, in dem unterm Dach die warme Luft gespeichert und in den Heustock geschoben wird, eine Trennung von Weiß- und Grauwässern, Regenwasserzisterne zum Beschicken der Waschmaschine und zum Wässern in den Gewächshäusern etc. Aber nirgendwo haben wir auch auf Leben vergessen, ganz im Gegensatz zu Wald. Es gibt überall Situationen, die da irgendwie auch gezeichnet sind in den roten Flecken, wo Veranden sind, Balkone sind, gedeckte und geschützte Bereiche, die dieser Community, muss ich jetzt sagen, und das ist wahrscheinlich das entscheidend Neue an dem Haus, wirklich auch ein ganz lebendiges Leben ermöglichen. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass diese große Familie mit 6 Kindern damals nicht eine Wohnung kriegt, eine große Wohnung für 6 Kinder, sondern wir haben 4 Wohneinheiten am Hof gebaut, und das ist die Konsequenz daraus ist, dass es 4 kleinere Wohnungen gibt. Und dass halt dann auch die Kinder am Hof bleiben konnte, und das geht ja bekanntlichermaßen sehr schnell bei 6 Kindern, dass die ersten eigentlich keine Lust mehr haben, da in dem Verband zu bleiben. Und dieser Väterhof, insbesondere seit der junge Simon Vetter ihn führt, und wer den Film gesehen hat, diese einleitende Luftaufnahme war aus dem Film Bauer Unser, vielleicht hat ihn jemand gesehen, das war im letzten Jahr der zweit erfolgreichste Film, neben allen Blockbustern in Österreich, und thematisiert das Leben und die Zukunft der Landwirtschaft und der Bauern. Aus dem Film war das, das ist mir leicht gelungen, dazu zu kommen, weil mein Sohn dort der Kameramann war für diesen Film. Und auf diese Szene beschreibt, wie es dazu geht. 20 junge Leute aus aller Welt sind dort. Junge Leute aus Frankreich, aus Skandinavien, weil die lernen wollen, weil die miteinander kochen und eine wirkliche Arbeits- und Wohngemeinschaft pflegen. Und auch das ist nur möglich, weil der Hof für all diese Dinge die Räumlichkeiten anbietet, weil es eine eigene Praktikantenwohnung gibt. Die war eigentlich für die kleinen Kinder gedacht, ist aber in der Zwischenzeit, nachdem es die ja nicht mehr gibt, eben zu dem geworden, was diese Vitalität ausmacht. Mit dem Elektrofahrzeug werden zweimal in der Woche 500 bis 600 Kisten Gemüse in ganz Vorarlberg ausgeliefert, und
Nicht nur das, sondern es werden echt tolle Feste gefeiert. Da gibt es Popkonzerte am Hof und Bälle am Hof und Diskussionsveranstaltungen am Hof. Also es ist wirklich wunderschöne Szenerie und es ist alles aufgegangen, was wir uns da gedacht haben, vor allem jetzt in jüngerer Zeit im noch vermehrten Maß. Die Frage, die man sich im Zusammenhang mit erfolgreichen Projekten stellt, man hat dann die Hoffnung, naja, da müsste es doch mehrere Folgeaufträge geben als Architekt, hofft man dann drauf und erstaunlicherweise ist es nicht so. Einen Hof habe ich gemeinsam mit Dietrich Untertrifaller dann in der Wachau geplant und dieser Hof ist wunderbar, aber er ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, wenn es nicht so weitergegangen wäre, dass jetzt zugebaut wird, ohne dass die planenden Architekten noch gefragt worden sind. Und wenn man so sieht, wie da weitergewurstelt wird, dann habe ich kein gutes Gefühl. Also in den letzten Jahren habe ich ja sehr viele Dinge gemacht, die eben nicht, vor allem seit ich an der Universität in Linz bin, die nicht mit dem üblichen Berufsbild eines Architekten übereinstimmen. Ich habe den Überholzlehrgang, einen Masterlehrgang für Holzbaukultur gegründet. Ich habe den Staatspreis für Architektur begründet, weil ich meine, das ist wichtig. Vor Woche hat mir meine Frau eine ZDF-Dokumentation unter dem Titel Zement, der heimliche Klimakiller, gezeigt. Ich habe mir die angeschaut und habe selber nicht gewusst, dass der CO2-Ausstoß bei der weltweiten Zementproduktion das Dreifache dessen ist, was der gesamte weltweite Luftverkehr produziert. Also es heißt, wir müssen uns dieser Verantwortung stellen und ich glaube, ich habe das, soweit mir das möglich war, immer wieder getan. Vor 2 Monaten war ich mit dem Helmut Dietrich zur 10-Jahres-Feier dieser Ferienanlage in der Schweiz und eingeladen, den Festvortrag dort zu halten, was ja für Vertrauen spricht. Ich sage Ihnen kurz die Geschichte dieser Ferienanlage, weil die beachtlich ist und das sind die Themen, die mich am Land interessieren. Urnäsch, eine Gemeinde im Appenzell, und das Appenzell ist so aus der Schweizer Perspektive so die rückständigste Gegend in der Schweiz. Ich traue mich hier nicht zu sagen, so wie in Österreich das Burgenland, aber in etwa so könnte man sich das vorstellen, dass das ein Bereich ist, der aus der Perspektive von Zürich, also wirklich hinter den Bergen, liegt. Und das Problem, das dieser Ort hatte, dass ein großer Arbeitgeber eine Teppichweberei geschlossen hat und 80 Arbeitsplätze auf einen Schlag verloren gingen. 80 Arbeitsplätze mal 3 Personen, wie viele Familien betroffen sind, kann man sich schnell hochrechnen in so einer kleinen Gemeinde. Und infolgedessen hat es dann so diesen berühmten Domino-Effekt gegeben, dass dann halt die zweite Bäckerei zugemacht hat und einer der Nahversorger geschlossen hat. Und so geht halt das übliche Sterben am Land vor sich. Und die Gemeindeverantwortlichen dort haben nach einer Strategie gesucht und die Strategie war, die Idee davon war sanfter Tourismus. Und unser Projekt hat sich dann da hineingefügt. Es ist ja ein riesig großes Projekt mit 350 Betten, also, und ganz vielen Ferienangeboten. Und wird von einer Reka, heißt die, eine schweizweite Organisation, die leistbare Familienferien anbietet und ist in diesen Jahren, und das war der Punkt, der bei dieser 10-Jahres-Feier so ausgebreitet, gewürdigt wurde, diese Feriensiedlung ist zur erfolgreichsten
zum erfolgreichsten Feriensiedlungsprojekt der ganzen Organisation geworden, die über 25 Feriendörfer in der ganzen Schweiz immer nach demselben Organisationsmodell anbietet. Wir haben das dort gemacht, so ein Feeling von Reihenhaus-ähnlichem Wohnen. Man sieht da sehr gut, dass aus allen sehr geschützte Höfe sind. Die kleinen Kinder sind da gut aufgehoben, können nicht verloren gehen und sind von der Straße nicht gefährdet. Und man sieht da das Panorama rundum, das da in dem Fall also wirklich ein nahezu unberührtes, vom Bauten nahezu unberührtes Panorama ist. Auch bei dem Dorf, obwohl eine unvorstellbare Auslastung ist, im Tourismus kennt man das nicht. Die haben eine 90-prozentige Auslastungsrate. 90% übers ganze Jahr. Ja, können Sie sich das vorstellen? Das hat kein Hotel. Also jedes Hotel, wenn das über 55-60% aller Nächte belegt ist, dann ist das ein sensationeller Erfolgslauf. Die haben wieder drei Siedlungen in der Zwischenzeit gebaut. Das war die Siedlung, die man uns gezeigt hat, eine der Reker-Siedlungen, die man uns gezeigt hat, um uns das Betriebskonzept dieser Organisation zu erklären. Das liegt an einem viel prominenteren Ort, nämlich an einem prominenten Disentis, einem prominenten, hochpreisigen Schweizer Skiort, wo man hingeht, um Ski zu fahren, während in Urnäsch gibt es eigentlich nichts außer dieses Dorf und die Architektur und Landwirtschaft. Und diese Landwirtschaft ist aber dort auch thematisiert. Es gibt einen Kleintierstall, es gibt ein Netzwerk, das dieses Dorf mit den Bauern der Region verbindet und da in einen engen Austausch stellt. Und die Ferienangebote für Kinder sind eben im Heu schlafen können, beim Käse machen, zuschauen, beim Tierfüttern dabei zu sein, bei der Geburt eines Kalbes Anteil zu nehmen. Also diese Dinge sind eigentlich die Geschäftsgrundlage dieser Siedlung. Zu diesem Projekt komme ich deswegen, das ist jetzt schön, dass der Otto Kapfinger da ist, weil der Otto Kapfinger hat diesen Kindergarten in Bregenz nominiert für den Mies van der Rohe-Preis. Und aufgrund dessen haben wir uns dann abgesprochen, dass Otto einen Text dazu schreibt und ich mache eine Publikation. Ich möchte gerne eine Publikation machen zu diesem Projekt. Es hat übrigens auch den ZV-Preis gewonnen, so wie der Vetterhof im Übrigen und die Schule in Wart auch. Und Otto hat immer gesagt, naja, in einem Monat komme ich oder dann wieder in zwei Monaten komme ich. Und es ist eigentlich nie zu einem Kommen gekommen und auch nie zu einem Text, Otto. Und was du nicht weißt, ist, dass ich nach eineinhalb Jahren aufgegeben habe, dir lästig zu tun und gesagt, na, komm, pfeif drauf, lassen wir das. Und diese Schule ist nie dieser Kindergarten ist nie publiziert worden. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, das ist eigentlich eine Luxussituation. Habe mich mit dem Gedanken langsam angefreundet, wie die Welt eines Architekten anders wäre, wenn es diese Publiziererei nicht gäbe. Ja? Es hat nämlich eine einzige Stresssituation in meinem Büro gegeben und das war nach diesem Hype, den die Schule in Wart erfahren hat. Da habe ich das erste Mal mit einer Mitarbeiterin geschrien, sodass es Tränen gegeben hat. Ja? Und das hat mich aber dann bewegt und habe mir gesagt, na, so willst du nicht. Und was war der Anlass dieses? Das war der Stress. Das war eigentlich der Stress, wenn man sozusagen einmal irgendwo einen Gipfel erreicht hat, dann möchte man nicht gern wieder zurückfallen und muss alles im selben Niveau werden und dann kriegt man einen Stress, der einem nicht gut tut und der einem dann nicht wahrscheinlich so altern lässt wie Green and Green. Jedenfalls war das der Punkt, wo ich mir gesagt habe, du musst doch eigentlich nicht. Ja? Und das habe ich eigentlich, ganz schön gepflegt, dieses Wohnprojekt, das auch den ZV-Preis gewonnen hat. Das zeige ich Ihnen deswegen noch, weil ich
auch da einen Punkt für unglaublich entscheidend finde, nämlich wir haben da ein Konzept, das habe ich mit meinem Cousin gemeinsam gemacht, dieses Wohnhaus in Dornbirn, mit dem Udo Mössler aus Graz, weil wir da gemeinsam ein Konzept entwickelt haben, das eigentlich die ganze Wohnanlage auf 50 Quadratmeter Einheiten reduziert, die autonom sein können, aber die sich auch addieren lassen, sodass man einzelne Elemente, und ihr seht da nach allen 50, nach all diesen immer zwei Achsmaßen, Rastermaßen, könnte man in diese Wohnung hineingehen und sie autonom bespielen. Und bei einem anderen Wohnprojekt für Bregenz ist diese Idee viel, viel weiter durchgedacht und konsequenter zu Ende gedacht worden, indem diese gesamte Wohnanlage nur aus 50 Quadratmeter großen Einheiten sich zusammensetzt, die sich aber alle kombinieren lassen. Und man sieht es da neben dem Stiegenhaus, gibt es zwei Eingänge, jeweils in 50 Quadratmeter große Einheiten. Ich könnte jetzt da 30 Grundrisse zeigen, ich will sie damit nicht langweilen. Aber jede ist autonom, jede hat einen eigenen Eingang und einen eigenen Freisitz. Man sieht es da an den Balkonen. Und sie können aber auch genauso kombiniert werden zu einer 100 Quadratmeter. Und der Übertrick ist, dass es in der Mitte eine Stiege gibt, die nach unten oder oben führt und dass deswegen im unteren oder oberen Geschoss auch noch einmal 50 oder noch einmal 100 Quadratmeter dazu kombiniert werden können. Wieso ich das für so wichtig halte, ist, weil wir im Wohnbau ja noch immer so tun, als wäre die Kleinfamilie das primäre Lebensmodell, und dem ist ja bei Weitem nicht so. Und mit dem kann man, und das Tolle an dieser Siedlung ist, und dass sie wirklich eingeschlagen hat, und das sind Lebensformen, ich erzähle Ihnen zwei Muster. Ein älteres Ehepaar ist aus seinem Einfamilienhaus ausgezogen, hat dort zwei Wohnungen genommen für ihn und für sie, die im Nachbarhaus waren. Nicht nebeneinander, sondern im Nachbarhaus. Eine Frau hat gesagt, das wäre doch irrsinnig klasse, ist aus dem Altersheim ausgezogen, zurück in einer dieser Wohnungen, hat zwei Wohnungen genommen und neben sich eine bosnische Familie einquartiert, die sie betreut. Ja, für die Miete in dieser Wohnung. Ja. Schon jetzt, das ist 10 Jahre alt, sind Wohnungen geteilt, abgetrennt und dann untervermietet, fremdvermietet worden, wenn die Kinder auszogen zum Studium, nach Wien gehen oder sonst irgendwie sich die Lebenssituation verändert. Also das ist ein Modell, von dem ich nicht weiß, wieso das nicht eine viel, viel, viel größere Verbreitung findet. Diese Geschichte ist eine auch meiner schönsten Freundschaftsgeschichten. Mein Freund Markus Feist, für den, das ist so wie, da bin ich sowas, wie man sich früher vielleicht unterm einem Baumeister vorstellen kann, der ein Kloster sein Leben lang begleitet in jedem Umbau. Ich habe dort 5 verschiedene Umbauphasen geleitet und geführt von beginnend vom eigenen, von der eigenen ich habe mich eingeschlichen, weil ich dem Ehepaar zur Hochzeit eine Planung für ihre Wohnung geschenkt habe und war damit im Geschehen. Und dann haben wir diese Werkstatt hinten dran gebaut und wir haben unglaublich viel Gemeinsames entwickelt und diese Nähe zum Werkraum Bregenzer Wald, da der Möbelkatalog Möbel für alle, wo wir der Adolf Stiller und ich das erste Mal die Möbel aus dem Bregenzer Wald nach Paris und nach Mailand und nach München und nach Wien als alles erstes gebracht haben. Es war ein ganz wichtiger Schritt und ich habe gemeinsam mit Markus Feist Möbel entwickelt und Produkte entwickelt und wir haben einen Ausstellungsraum gestaltet und es ist ganz was anderes, als man sich unter einer Tischlerei eigentlich vorstellt. Es ist wirklich ein umfassender Kulturbetrieb geworden und es geht immer weiter, weil das ist die letzte, 5. Bauetappe. Da haben wir ein sogenanntes Holzreifehaus planen dürfen. Das ist so, kann man sich so vorstellen, wie man den Wein lagert man beim
lagert Markus feist und trocknet sorgfältig sein Holz. Und das ist die Halle dazu, die auch gleichzeitig manchmal Festhalle zur Festhalle mutiert. Und da zeige ich jetzt auch noch ein Projekt, das wiederum, darum ist schön, Much, dass du da bist, wiederum gemeinsame Aufgabe war mit Dietrich Untertrifaller. Bei Urnesch habe ich die beiden dazu geholt, da haben sie mich dazu geholt und so war das immer ein guter Austausch. Das ist ein großes buddhistisches Zentrum im Immenstadt im Allgäu. Die haben sich diesen 100 Jahre alten riesigen Gutshof gekauft, der ein Musterbetrieb vor 100 Jahren war, wo ein reicher Münchner Industrieller sich eine große Villa gebaut hat, da oberhalb des Alpsees und einen Riesenstall für 100 Kühe. Es war damals unvorstellbar riesig. Im Vordergrund, das hat schon mit dem Baustellenbetrieb zu tun, das denken Sie sich noch einmal kurz weg, weil dann sieht man diesen dreiseitig geschlossenen Hof. Und aus der Perspektive des Alpsees sieht man dann da hinauf. Wir haben da leider keine Bilder vom ganz fertigen Bau. Inzwischenzeitlich sind die Außenanlagen auch schon gestaltet. Aber Sie sehen ungefähr das Feeling da. Und da sind Veranstaltungen mit 3000 Leuten da. Und da gibt es riesige Zeltdörfer bei den Sommerseminaren und Sommerfesten. Und wir haben da diesen... Für Dauerwohnen, der Zweig ist ein tibetischer Zweig, von Lamas und Seminargästen haben wir einen neuen Hof dazu gestaltet. Da sehen Sie das Einweihungsfest. Da sieht man noch ganz schön, wie sich ganz, ganz flach und ganz unscheinbar dieses Geviert da dazugesellt zum Bestand. Und das ist so diese Terrasse vor Restaurant und der ehemalige Stall ist Restaurant geworden und der Heustock ist Meditationshalle geworden, zudem aufgrund dessen, dass dort 1500 Menschen Platz finden, mehrere Aufgänge gibt. Das heißt, gibt da jetzt so einen begleitenden Fluchtweg. Und da sieht man diesen riesigen Innenraum. Der ist aber, was man da nicht sieht, der ist zur Gänze abgetragen worden. Zur Gänze abgetragen, entwurmt, weil das war durch und durch verwurmt und ist so unter so strengem Denkmalschutz gestanden, dass man da auch nichts auswechseln durfte. Also ein paar Balken durfte man auswechseln und sonst war das eigentlich alles. So, und jetzt... Jetzt der versprochene Einschub zu meinen Sendungen. Also vielleicht muss ich eine ganz kurze Bemerkung als Vorspann machen. Diese Sendung Plus Minus war Idee vom Gerd Bacher. Ja, er wollte das eigentlich als architekturaffiner Generalintendant wollte eigentlich, dass alle österreichischen Landesstudien dieses Format einführen, um Architektur zu thematisieren. Leider haben das nur wenige ernst genommen. Also in Oberösterreich hat der Friedrich Achleitner das einige Male gestaltet. Und so ernsthaft, wie Vorarlberg das gemacht hat, ist das nirgends geschehen. Wien hat zum Beispiel einen Magistratsbeamten dafür nominiert und wie soll der öffentliche Bauten kritisieren? Das ist natürlich schwer vorstellbar. Ich war da ziemlich ungeniert und was Sie jetzt wissen müssen, ist, dass diese Sendungen zum Teil aus 1986 sind, die erste zum Beispiel, und dass es da... Also das Format war so, ich durfte mir ein Thema wählen und muss zudem immer ein positives und ein negatives Beispiel wählen. Der Tourismus beispielsweise wäre nie drankommen, obwohl er
die grauenhaftesten Blüten getrieben hat, weil es keine positiven Beispiele gab. Ja? Also musste ich da irgendwie einen Spagat machen und den erkennen Sie da jetzt. Und Schluss unsere Rubrik Plus Minus. Unser Architekturkritiker befasst sich heute mit Tourismusbauten. Tourismus- und Fremdenverkehrsindustrie haben uns einiges an Wirtschaftsbelebung, nichts aber an Kultur und am allerwenigsten an architektonischer Qualität gebracht. Auch wenn es sich bei dieser kleinen Pension hier in Montafon um einen kleinen, bescheidenen Hoffnungsschimmer handelt, wir klammern uns an ihn wie Ertrinkende an einen Strohhalm. Dieses Gästehaus nimmt in seiner bescheidenen, zurückhaltenden Formensprache etwas auf, was die örtliche Bautradition kennzeichnet. Ein Zeichen dafür, dass es eine sanfte Form des Tourismus vielleicht doch geben könnte. Hören Sie das da hinten eigentlich? Schon. Wir stehen hier oberhalb von Schruns und werfen einen Blick ins Tal, insbesondere über das Hotel Löwen. Ein Minus ist für dieses Haus nicht genug. Das Hotel Löwen ist ein Beispiel für die verheerende Macht des Tourismus, der das zerstört, wegen dem er gekommen ist, die Einheit und Schönheit der Landschaft und auch der Dörfer. Diese Gestik ist voller Überheblichkeit gegenüber den gewachsenen Räumen, aber auch gegenüber den sozialen Strukturen. Die Maßstabslosigkeit des Gesamtgebäudes ist gepaart mit zahlreichen architektonischen Lügen. Beton wird hier als Holz verkauft und das Holz verkümmert zum Ersatzstück. Hier erlebt eine grobschlächtige, rücksichtslose Formensprache einen ihrer Höhepunkte. Also was war der Erfolg von Plus Minus? So ein Beitrag ist natürlich nicht folgelos geblieben, sondern das war natürlich das mächtigste und stolzeste, größte Haus im ganzen Ort und hat dann natürlich für entsprechende Diskussionen gesorgt. Und was war der Erfolg? Endlich konnten die eigentlich irgendwie gewusst haben, ganz kann das nicht stimmen, haben sich herausgetraut. Ja? Haben sich einfach herausgetraut. Und ich glaube, der Erfolg von Plus Minus ist vor allem einer, dass Architektur zu einem gesellschaftspolitischen Thema geworden ist und zur Sprache gekommen ist. Und ich glaube, mit dem Schwerpunkt Landeshauptmannwechsel soll unsere Architekturrubrik nicht fehlen. Denn ein Landeshauptmann, der über 2 Jahrzehnte im Amt ist, prägt natürlich das Bild der öffentlichen Bauten eines Landes mit. Das Landhaus in Bregenz ist Zielpunkt widersprüchlichster Kritik. Aber ich bin sicher, es würde sich mancher wundern, wie groß und dominant dieses Haus durch eine schlechte Planung geworden wäre. Was die einen als kalt und steril bewerten, ist eher eine angemessene Zurückhaltung, durchaus verbunden mit einer unaufdringlichen Eleganz. Was die anderen mit Protz und Pomp verwechseln, ist eine dauerhafte, gediegene Ausführung. Und wenn wo ein gewisser Aufwand zulässig ist, dann wohl eher bei dieser Bauaufgabe als in so manchen privaten Wohnhäusern mit Marmorstiegen und Schmiedeeisen. Den allermeisten Verwaltungsbauten der letzten Jahrzehnte wäre nur ein wenig von dieser Qualität zu wünschen. Der Komplex des Landeskrankenhauses in Feldkirch zählt zu jenen lieblosen technokratischen Gebäuden, an denen unser Jahrhundert so reich ist. Es ist nach einem ganz primitiven Muster gebaut, welches wir bei Stadtrandsiedlungen, Verwaltungsblöcken und Schulen beinahe überall anfinden. Seine Glattheit und Detailarmut bietet beinahe keinen Ansatzpunkt. Der Architektur dieses Hauses geht alles an psychologischer Feinfühligkeit ab, das aber gerade den Kranken besonders gut täte.
Ja, das ist ein ganz kleiner Einblick. Es gibt da wirklich vergnüglich viele und spannende Dinge noch, die aber weit aus den Rahmen da jetzt dieses Vortrag sprengen. Ich komme jetzt zum letzten Projekt, schneide das noch kurz an, und das ist unser Base Habitat Projekt. Weil Base Habitat ist eigentlich das, was für mich das eigene Büro ersetzt hat. Weil wenn man mit Studenten in der ganzen Welt baut, und das ist die Aufgabe und das Thema von Base Habitat, Studenten, die eigentlich weniger können als die Praktikanten, die normalerweise im eigenen Büro eingestellt sind, im Sinne nicht weniger können, sondern im Sinne der Ausführung, der Werkplanung weniger können. Wenn sie einen Polierplan zeichnen müssen und Details zeichnen können, ist ja die Erfahrung nicht so weit gediehen, dass man das überlassen könnte. Darum hat es einen ganz großen Teil meiner Arbeit beansprucht, aber es war belohnt. Es war eine wirklich vielfach belohnte Arbeit. Kurzen Einblick in so ein kleines, ganz kurzes Stenogramm der Geschichte von über 10 Jahren Base Habitat Entwicklung. Was ich Ihnen jetzt zeige, sind zwei Projekte, unsere jüngsten Projekte in Indien. Da ganz im Norden Indiens, an der nepalesischen Grenze im Teilstaat Bihar, handelt es sich da um ein Lepradorf. Das ist ein Dorf, das gegründet worden ist rund um ein Krankenhaus, und ursprünglich sind Leprakranke mit ihren Familien dorthin gekommen, und die sind dann auch nach der Heilung nicht mehr weggezogen. Deswegen ist das Dorf und die Häuser sind nicht im privaten Besitz, sondern gehören dieser Community, die vereinsähnlich organisiert ist. Begonnen hat das Ganze so, dass eine Gruppe von Studierenden in dieses Dorf gefahren ist, um eine Analyse zu machen, vor allem eine soziologische Analyse, in dem Sinne, was würde dort gebraucht, was ist das Allerwichtigste. Und da hat man dann festgestellt, dass unglaublich hohe Kuhsterblichkeit ist. Man muss andere hygienische Bedingungen für die Milchproduktion machen. Der einzige Erfolgsfaktor dieses Ortes ist die Weberei, die den Frauen Arbeit gibt. Aber das gehört ausgebaut. An Schule ist ein großes Defizit. An Schule ist ein riesiges Defizit und an Männerarbeit ein noch größeres. Das Schuldefizit schaut so aus, dass dort keine Lehrer gibt in dem Dorf, sondern wenn ein Mädchen mit 15 Jahren ausgeschult wird oder mit 14 und sie hat dann Lesen und Schreiben gelernt, dann wird sie ein Jahr später Lehrerin und verwendet dieselbe Rohrstockmethode, die sie in ihrer Zeit gekannt hat, wo dann den Kindern über die Finger gefahren wird mit dem Rohrstock. Wenn wir dorthin kommen, dann können wir kaum Pläne erläutern, sondern dann tun wir das an Modellen, um ein Projekt zu vermitteln unter der Dorfbevölkerung. Wie man da sieht, sind es natürlich naturgemäß in diesem gesellschaftlichen Umfeld vor allem die Männer. Wir sind zu einem Ergebnis gekommen, dass das größte Defizit das Bildungsdefizit ist und dass das daran krankt, dass man in der Schule eben schlechte Lehrer oder gar keine Lehrer hat. Und deswegen war die erste Aufgabe aus dem, wir haben da einen großen Stall gebaut, wir haben einen Werkhof gebaut, der handwerkliche Möglichkeiten eröffnet, auch das Bauen von Häusern. Und wir haben da die Weberei vergrößert und modernisiert im rechten unteren Eck. Aber wir haben uns entschieden, dass wir als erstes Projekt ein Lehrerwohnhaus bauen. Und das sieht man da. Und sind dann dorthin gegangen und haben in Zusammenarbeit mit den lokalen Arbeitskräften, und das sage ich deswegen gern, weil wir haben im Lauf dieser 4 Jahre, die wir dort waren, ungefähr 35 bis 40 junge Männer ausgebildet, die von denen da über 2/3 von denen heute Arbeit gefunden hat, aufgrund dieser Qualifizierung im Dorf. Und jetzt eigentlich nachgefragte Bauhandwerker sind, die zum Teil bis aus Nepal abgeworben sind
das hört sich dramatischer an, als es ist, weil Nepal ist die Dorfgrenze. Die Staatsgrenze ist gleichzeitig die Dorfgrenze. Das ist unsere Rohstoffproduktion, also die Stiegen, die Ziegelproduktion, alles Adobe-Lehmziegel, die da zum Trocknen ausgebracht werden in der Jahreszeit, in der das möglich ist, weil es mehr oder weniger nicht regnet. Und da sieht man jetzt dieses Lehrerprojekt, das so in einer reihenhausartigen Art gereiht ist, 6 Lehrerwohnungen bietet und im Kopf dieses Gebäudes die sogenannte Community Hall, die man da jetzt von der Stirnseite her sieht. Das ist etwas so wie der Mittelpunkt, eine Schnittstelle zwischen den Lehrerfamilien und dem Dorf. Und es ist aber, hat sich entwickelt zu einem weit über diese gedachte Funktion zu einem Kristallisationspunkt dieser Gemeinschaft. So ein paar Impressionen aus diesen Innenräumen da, alles in Lehm und Bambus gebaut, auch die Decken. Ich lasse es nur ein paar Bilder dadurch, die auch diese, ja, in dem Fall der Blick von einer dieser Terrassen, mal kann ja dort einen guten Teil des Jahres bewegt, hält man sich im Freien auf, kocht auch im Freien, isst vor allem im Freien. Das ist diese Community Hall, die Decke davon, und dort sind Veranstaltungen, Sitzungen der Dorfälteren zwischenzeitlich anberaumt. Und damit zur kurzen Einführung kommen wir jetzt zum letzten Projekt, das ich Ihnen ein bisschen genauer zumindest an Bildern vorstellen möchte. Das erste Mal in der Geschichte, wir haben ungefähr in den vielen Jahren, die Space Habitat gibt, haben wir ungefähr 12 verschiedene Projekte realisiert in Ländern wie Südafrika, Bangladesch, Indien, aber auch in Südamerika eines. Mehrere Projekte in Afrika, die nicht realisiert wurden. Auch das wäre spannende und eigene Geschichte, darüber zu reden, wieso und was die Bedingungen sind, dass was gelingt und welches die Bedingungen sind, wieso was misslingt. Und dieses Projekt ist, glaube ich, ein gelungenes und vielleicht eines der schönsten, die wir jemals realisiert haben. Und das Bedeutende ist, dass die anderen Projekte Kindergärten, Heime für behinderte Kinder waren oder kleine Schulen, aber das sind Wohnhäuser. Und der Blick da hinein zeigt, dass das 2 Wohnhäuser sind, die sich so leicht konisch nach hinten schließen oder nach vorne öffnen, je nachdem. Und auf einer Seite, auf der rechten Seite sind zweigeschossige Wohnhäuser zu sehen und auf der linken Seite die Türen da am linken Rand, die sind Eingänge zu Stiegen, die ins Obergeschoss führen. Auf der rechten Seite wohnen Großfamilien und Großfamilien heißt in Indien Familien mit bis zu 14 Personen, 3 Generationen, aber 14 Personen. Und wenn eine Familie nur 6 oder 7 Personen groß ist, kriegt sie eine dieser kleineren Wohnungen, die man auf der linken Seite in dem Bild sieht. Und die sind halt so dem Leben, und wir haben ja da schon bei diesem zweiten Projekt natürlich noch viel, viel mehr Erfahrungen gehabt, welche Bedingungen sind, welche Bedürfnisse in dem Dorf sind und haben deswegen auch subtiler und adäquater, glaube ich, reagiert. Und ich habe eine große Freude eigentlich an dem Bild, weil man da sieht, wie sich das in diesen Bestand integriert. Die Familien, die da eingezogen sind, sind die vom letzten großen Erdbeben in Nepal, das auch dieses Dorf noch berührt hat, am meisten betroffen waren. Das schöne Ergebnis ist, dass die Betonbauten, die dort zur Hauptsache stehen, gewaltige Risse abgekriegt haben, aber nicht nur, die haben Machen dann den Rest gegeben, weil die waren schon davor geschädigt. Der Regen dringt in diese ebenen Betonplattendecken ein und korrodiert das Eisen und sprengt dann den Beton ab. Und
Das Erdbeben hat diesen Betonbauten, diesen fixen Betonbauten, manchen den Rest gegeben, während unsere Lehrerwohnanlage vollkommen unberührt war. Die hat überhaupt nichts von dem Erdbeben abgekriegt, keinerlei Schäden. Und das wird auch bei dem Bau so sein, weil wir optimieren ja diese Bauten unter seismologischen Aspekten. Wir optimieren sie auch mit spezifischen Programmen unter klimatischen Aspekten. Das Leben spielt sich eben zu einem großen Teil im Freien ab, deswegen sind diese Freiräume sehr, sehr großzügig gestaltet und sind fast mehr oder zumindest 50% der Fläche sind diese gedeckten, geschützten Freiräume, weil der Monsun ist ganz heftig. Also da kann es dann regnen, wie wir das, ja, in den letzten Jahren kennt man das auch bei uns, diese Starkregenfälle, die man aber erst seit jüngerer Zeit kennt. Aber unter den Bedingungen des Monsun war das in Indien schon immer so und speziell in der Gegend dann auch. Und da ist man dann froh, wenn man diese weiten Dächer hat und diesen Schutz dann auch erlebt. Ich sag das jetzt unter einem großen Aspekt. Ich möchte zu zwei Dingen abschließend noch kommen. Wir haben ja viel auch in Townships, ist ein bisschen eine elegantere Bezeichnung verglichen mit der Bezeichnung Slum, gebaut und ich habe dort auch meine Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen auch da oder dort ausgewertet. Ich komme jetzt mit einem Aspekt zurück zu dieser Eingangsbemerkung, wo ich gesagt habe, dieser Film vom zweiten deutschen Fernsehen hat thematisiert, dass die Produktion von Zement den dreifachen CO2-Ausstoß wie der gesamte weltweite Flugverkehr evoziert und wofür brauchen wir den Zement? Vor allem für urbanes Bauen naturgemäß. Wir wissen ja auch, wie diese Landflucht weltweit, diese Bewegung weltweit ist. Wir wissen aber, wir kennen sie auch aus der eigenen Region. Wir wissen ja die Zuwächse, Bevölkerungszuwächse, die Wien, zwischenzeitlich auch die kleineren Städte wie Graz, Linz oder Innsbruck erleben und wie das Land, das Hinterland gleichzeitig ausdünnt. Und wenn man sich dann wirklich in den Megacities der Welt bewegt, wenn man einmal ein paar solche Megacities in Asien besucht hat, in Südafrika, in Südamerika oder in Asien, ist ja da kein großer Unterschied, dann traue ich mich zu behaupten, dieses Modell wird sich nie ausgehen, das wird sich weltweit nie ausgehen. Ich sage das vor dem Hintergrund, weil man sich ungefähr vorstellen muss. Also was war meine Grunderfahrung? Die Grunderfahrung im ersten Township in Südafrika war die, da gibt es einen Township, da leben 300 oder 500.000 Menschen. Kein Mensch kann das beantworten, weil diese statistischen Berechnungen natürlich nicht so sind und so durchorganisiert sind wie bei uns. Also da leben 300.000 bis 500.000 Menschen in dieser Community, in Blechhütten, wo es im Sommer 48 Grad und im Winter in Johannesburg 2 Grad hat. Das muss man sich einmal vorstellen. Wenn wir in Griechenland sind, in einem Haus, das im Winter nicht beheizt ist und es hat dort 18 Grad, da friert man sich so ab, wie wir das überhaupt nicht kennen. Und dort hat es aber 2 Grad in diesen Häusern. Und trotzdem ist etwas bemerkenswert, obwohl diese Statistik von einer Arbeitslosenrate von 70-80% spricht, sind die Menschen in diesen Townships beschäftigt. Hinter den Blechhütten gibt es kleine Höfe. In diesen Höfen werden aus Autoreifen Sandalen gebaut, in einem anderen Hof 2 Schweine durchgefüttert, aufgezogen, in einem dritten Hof hat sich jemand als Haarschneider etabliert und in einem vierten Hof repariert jemand Fahrräder. Und diese kleinen gewerblichen Aktivitäten gibt es zuhauf und zu Tausenden. Das heißt, es gibt ein sich selbst organisierendes System, das dann das Überleben in diesen megagroßen Community sichert. Und wissen Sie, mit welchem Moment dieses
dieses System zusammenbricht und am Ende ist, wenn der staatliche Wohnbau beginnt und einsetzt. Nämlich genau in dem Moment, und ich könnte Ihnen jetzt Bilder zeigen, wenn man dann dieselben Familien in fünfgeschossige Blöcke gibt, 6 Personen oder 5 Personen auf 54 Quadratmeter, im besten Fall ein 2 Quadratmeter großer Balkon oder gar keiner. Und dann hört sich's nämlich augenblicklich auf mit dem Schweinefüttern, mit dem Fahrrad reparieren, mit dieser kleingewerblichen Struktur, von der man nachweisen kann, dass es ein Upgrading ist. Ja, Soweto, das vor 30 Jahren auch noch so ausgeschaut hat wie der Township, in dem wir uns bewegt haben, dazu mal, der hat sich ja so zwischenzeitlich abgegradet, dass dort aus Blechhütten, Häuser entstehen aus Häuser, im Schluss stattliche, fast neureichen Villen. Ja, also was ich damit sagen möchte, ist, dass wenn wir dieses historische Modell, wo Menschen sich um sich selber kümmern, alles plötzlich dem Staat überantworten. Alles, ja, was mit dem Moment geschieht, die Wohnungsvorsorge, die Arbeitsplatzbeschaffung, die soziale Versicherung, die Altenvorsorge, die Pflege und all das. Das ist das Wesen dieser Systeme und das wird die Welt nicht schaffen, sage ich, traue ich mich zu behaupten. Deswegen halte ich das für so fatal, diese Landflucht, und deswegen meine ich, wir müssen der massiv begegnen. Stellen Sie sich das vor, Deutschland, das bestorganisierte, vielleicht neben der Schweiz, das bestdurchorganisierte Land der Welt, schafft den Flughafen in Berlin nicht mehr auf die Reihe zu kriegen. Ja? Wie soll Laos schaffen, eine 22-Millionen-Metropole für alle Menschen in Zukunft jemals zu organisieren? Das ist alles vollkommen undenkbar. Vollkommen undenkbar. Und natürlich wird der Zement nicht gebraucht, und wir haben ja da, man sieht einen kleinen Einsatz gebrannter Ziegel, alles was verputzt ist, ist aber Adobebau, also ungebrannter, luftgetrockneter Lehmziegel, der in Handarbeit gefertigt wird, der null Energie braucht, höchstens Arbeit schafft, die Menschen eigentlich vor Ort weltweit dringend brauchen. Abschließend dann noch ein paar Bilder, die Ihnen so ein bisschen ein Gefühl für diesen Ort geben sollen. Also die keramischen Ziegeln, die gebrannten Ziegeln sind nur dort eingesetzt, wo der Anspruch ein besonders hoher ist, zum Beispiel bei diesen Brüstungen. Das ist die Küche. Das ist die Küche da. Ja, ich glaube, mit dem Bild bin ich am Ende. Ich danke Ihnen. Ja, herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag, der teils natürlich auch ziemlich ernüchternd ist, was wir da eigentlich tun, mit welchen Problemen wir da glauben, was Probleme sind. Ich glaube, man braucht doch eine gewisse Zeit, das zu verdauen. Trotzdem gibt es vielleicht Fragen. Also zwei Dinge, eine kleine Ergänzung zu den Plus-Minus-Geschichten, weil du Wien erwähnt hast, ja, der ORF Landesstudio Wien in den 80er Jahren ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ob ich das machen will für Wien. Allerdings, wie das abläuft, bestimmen Sie. Und Sie zeigen immer ein altes Beispiel und ein neues Beispiel, und ich soll da sagen, warum das Alte immer besser ist als das Neue. Daraufhin habe ich gesagt, na, das wird sich nicht ausgehen. Und daraufhin haben es bei dem damaligen, ich weiß nicht mehr, wer der Beamte war von der heutigen MA19, ich weiß nicht, welche Abteilung das damals war in den 80er Jahren. Also der hat dann halt dienstlich erzählt. Zu diesem Schluss jetzt, Roland, zum CO2-Verbrauch durch Zement. Ein bisschen relativieren muss man es dahingehend, denn man sagt, wo sind diese Verbräuche?
in Wahrheit, und das ist in erster Linie Asien. China hat in den letzten 5 Jahren mehr Zement verbraucht als ganz Amerika im 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert. Also das, und damit in Verbindung steht ja noch ganz was anderes, also nicht nur jetzt die CO2-Produktion, sondern eines der gravierendsten planetarischen Probleme, Ressourcenprobleme, ist der Sand, den du brauchst fürs Betonieren. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Na, wieso? Wolltest du sehen? Entschuldige, Dietmar, entschuldige, das war jetzt echt ab. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das wieder zum Stehen bringe. Ach, verdammt. Ja, entschuldige. Warum der Sand das Problem ist? Ja. Weil also gerade Gegenden wie Singapur, die holen den Sand aus Australien, weil natürlich der... Man sagt immer, ja, im arabische Halbinseln, aber die haben ja genug Sand zum Betonieren. Das Problem ist, der Wüstensand eignet sich nicht zur Betonherstellung. In Deutschland sind jetzt Forschungen, wo sie ihn mit Kunststoff anreichern, den Wüstensand, dann können sie ihn zum Betonieren verwenden. Dann und da wird richtiger Landraub begangen. Also Singapur importiert illegal aus Kambodscha den Sand. Also das ist eine weltweite Verknappung, die hier stattfindet. Also überall sinken die Küsten ab in Amerika durch die Sandgewinnung. Ich meine, wir haben eine andere Situation in Österreich, weil wir haben, und wir kennen das Problem nicht, weil wir unsere depperten Kiesgruben haben, aber die gibt es halt dort nicht. Und in den wirklich boomenden Weltregionen gibt es das nicht. Und das ist das Riesenproblem, verbunden mit Zement natürlich. Ja, das verschärft das alles noch, ja. Ja, wobei man sagen muss, dass der große Zementverbrauch ist jetzt nicht unbedingt die Herstellung von Lebensräumen. Also der Großteil ist natürlich im Tiefbau. Also die Zementindustrie hat deshalb kaum Interessen im sagen wir Wohnbau oder Herstellen von Lebensräumen, Alternativen zu entwickeln oder irgendwie. Also das ist schon Verkehrsstraßen, das ist gewaltig, was da an Zement verbraucht wird. Also bevor sich jetzt noch jemand anderer meldet, möchte ich schon wirklich ganz besonders danken für diesen Vortrag, nicht nur, weil das der Schlussvortrag von unserem Jahr ist, sondern weil sich damit auch eine Lebensgeschichte verbindet. Und ich finde immer, dass wir an unseren Abenden damit auch eine besonders deutliche Zeitenwende und auch sehen, wie wir zwischen Österreich und den anderen Ländern auf der Welt agieren. Du hast jetzt in deinem Vortrag ganz wunderbare Arbeiten aus der eigenen Atelier-Szene gezeigt. Ich wäre aber froh, wenn auch die hier Anwesenden etwas hören könnten, wie du im Unterricht tätig warst. Weil mein Eindruck war jetzt, dass über Jahrzehnte Roland Gneiger etwas in Österreich geschaffen hat, das auch ein Bewusstsein für die nächste Generation bietet. Und vielleicht dürften wir dich um ein paar Worte dazu bitten. Ja, es ist mir schon ein bisschen ein Vergnügen, in Wien zu sagen, dass die internationalen Rankings uns als die beste Architekturausbildung in Österreich bewertet. Und das ist nicht irgendwelche, sondern das ist die Zeit und der Spiegel, ja, also die von Ihnen beauftragten Rankings. Aber wir wissen ja alle, wie relativ die sind, drum decke mir das nicht auf den Hut. Das erklärt sich natürlich, wir liegen vor der ETH in Zürich und vor der TU in München. Woraus erklärt sich das? Erklärt sich daraus, dass diese so angesetzt sind, sie sind gemacht für die Studienführer. Ja? Und deswegen bewerten sie beispielsweise nicht den Output an wissenschaftlichen Forschungsarbeiten mit, bei dem wir natürlich nicht mithalten könnten, sondern sie bewerten Studien aus der Perspektive der Architekturstudentinnen und Studenten. Ja, ja, ich meine, das wäre jetzt ein eigenes Thema und ein eigener Vortrag, aber ich glaube, das ist nur dort gelungen und konnte nur dort gelingen, weil Linz halt so klein ist und das jemandem möglich war, in dem Fall mir, ein Studium wirklich zu gestalten.
in einem Apparat, wo man sich immer abstimmen muss mit 10 etablierten Professoren, wird sich überhaupt nichts verändern. Wahrscheinlich ist es auch nur in Linz gegangen und nicht in Wien, wo so diese Schwere der Tradition auf den Akademien und den Kunstuniversitäten liegt. Dort wäre das wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Und es wäre vielleicht nicht möglich gewesen, wenn vor meinem Kommen diese Studienrichtung schon erfolgreich war, weil die ist ziemlich am Boden gelegen, das war eine Wüste. Und es hat ja auch 5 Jahre gebraucht, bis ein bisschen Oberwasser erreicht werden konnte. Aber was wir halt machen und was wir uns unterscheiden, ist, dass wir ziemliches Handwerk unterrichten. Ja? Wir unterrichten wirklich die Basics des Entwerfens und es ist nicht so unglaublich theorielastig. Aber das sagt nichts gegen Theorie, aber da kommen wir an unsere Grenzen personell, dass wir das halt nicht ausweiten können. Aber wenn mir ein Kollege von Innsbruck sagt, von 7 Architekturprofessoren haben 6 noch nie gebaut, ja, dann kann das vielleicht schon einen Hinweis geben, was da oder dort falsch läuft. Und im anderen Fall ist es so, wenn man halt die mega, mega, mega Stars, die internationalen Stars einfliegt, die dann den Namen spenden, aber nichts tun dafür, sondern dass man dann so alle 3 Monate mal die Chance hat, bei einem Professor zur Korrektur zu kommen oder auch gar nie, dann erklärt es manches. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer, eine erfolgreiche Architekturschule zu gründen und zu betreiben. Ich glaube, es ist nicht so schwer. Naja, nachdem es nicht so viele gibt, ist es scheinbar doch schwieriges. Die Schwierigkeit ist vielleicht, dass sich jemand dem annimmt, oder? Und ja, mit einer gewissen Leidenschaft das wirklich verfolgt und die eigene Realisierung zurücksteckt. Weil ich könnte umgekehrt natürlich sagen, es ist schade, dass du nicht mehrere Projekte realisiert hast. Andererseits ist natürlich die Lebensenergie von jedem begrenzt. Wobei, wenn ich an Green and Green denke, habe ich eine gute Zuversicht, dass du in 20, 30 Jahren noch einen Vortrag machst und so gut alterst wie die 2 Herrschaften da. Vielleicht gibt es ja da hinten weiter noch Fragen. Sonst würde ich wirklich nochmal herzlichen Dank. Ich mache euch das Angebot, die Faschungssendung von Plus Minus zum Austakt zu machen. Okay. Nein, du musst sagen. Ich muss sie nur finden. Ja, ich glaube, das ist sie. Hämmerle aus Lustenau. Aber auch bei uns haben wir einen Mikro. Vor allem unser Architekturkritiker Roland Kneiger kommt bei manchen Zuschauern oft selbst in das Schussfeld der Kritik. Aber Licht? Was ein Kritiker ist, der streut sich auch einmal selbst Asche auf sein Haupt. Ein Kulturpessimist, sagen die Politiker. Naja, ganz genau betrachtet haben Sie vielleicht recht, ich bin ein Anschwärzer. Dabei ist dieses Land doch ein reines Plusland. Na, ich werde mich bessern. Da hat mich doch unlängst einer angerufen und gesagt, na schauen Sie sich doch selbst einmal an, Sie schauen ja aus wie ein Künstler. Na, der Mann kennt meine Plusseite nicht. Bitte überzeugen Sie sich. Ich bin doch durch und durch was Seriöses. Überhaupt können Sie das Licht? Diese Übertreibungen nicht. Ja, der Bregenzer Bahnhof zum Beispiel. Ach, bitte das Licht runterdimmen. Hört man doch nur Schlechtes. Selbst ein Architekt kommt die Pointe hat weg, in einer wenn Kulturzeitschrift geschrieben, das sei ein giftgrünes Klump. Auch der Bregenzer Bahnhof hat eine schöne Seite. Nämlich die, dass man von hier schnell wegkommt. Also bitte kann man das Licht nicht ausschalten. Manches meiner Plus-Minus-Themen geht mir richtig unter die Haut. So zum Beispiel die geplante Bahnhofs... Das hat keinen Sinn. Man kann man Licht in einem Gebäude nicht ausschalten. Also das wäre jetzt ein Beitrag für Plus Minus.
Wagen werden im Moment die Lauter verlangen. Kann man das nicht machen und wir warten? Also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es gibt so keinen Schalter. Ja. Die Software. Ja, eine Nachrichtungszentrale von Erwin. So, ja, ich glaube, jetzt wäre es. Nein, ich glaube, wir machen Schluss. Ja, gut, ich glaube, es reicht. Danke.